Reset. Ja. Das ist das Sprichwort. Fledermäuse. Wir haben noch eine Rechnung offen, das wisst ihr, oder? Was bist du? Und Taya? Das ist Gomez. Dieser Kampf wird niemals enden, wenn du diese Fledermäuse nicht los wirst. Du weißt, was du tun hast. Ja, richtig, Feuerpfeile schießen. Nein. Lichtpfeile. Okay, das wusste ich nicht mehr. So. Und stich doch zu. Warum? Ach so, ja, muss ich springen? Weiß es doch gar nicht. Aber. Und. Aua. So unfair. Sprung. Ach komm. Vier Treffer, war's das? Nein. Oder? Doch. Keine goldene 3? Soll ich erwähnen, dass ich meine, es so einen ähnlichen Kampf in Twilight Princess auch gibt? Im dortigen Wüstentempel? Ich meine, es müsste so einen ähnlichen gab. Der wird auch so düster gehalten. Fledermäuse besaß, weiß ich nicht, aber er war düster. So. Ich muss mich mal strecken. Du hast den Masterschlüssel gefunden, ja. Nintendo war damals einer der ersten mit Englisch. Ja, Master Schwert. Es beginnt gleich erst der zweite Tag. Okay. Es geht ja noch. Ich hoffe, ich berühre den Tempel meinen nächsten 15 Minuten fertig. Da wollte ich nicht lang. Es gibt hier keinen anderen Weg. Oh. Okay, ich habe einen Schlüssel. Ich habe den Masterschlüssel. Ist hier irgendwas im Raum? Nee. Das ist die Frage. Darf ich jetzt neu starten oder wie ist das? Also umgedreht neu starten. Wie viele Rubine sind das? War das jetzt ein 50er oder? Ja, ein 50er Rubin. Okay. Ich glaube das nochmal. Okay, ich habe eine neue Geldfarm-Methode gefunden. Blauer und roter Tod mit Lichtpfeilen besiegen. Geil. Ist die Frage, kann ich von da vorne einfach resetten oder? Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach mich zum Anfang teleportiere oder nicht. Da oben ist ein Auge, das heißt, es muss hier noch weitergehen. Ja. Guck mal auf die Karte. Ich wollte zwar eigentlich nicht drauf gucken, aber egal. 1F. Ich muss richtig herumdrehen für... keine Ahnung. Da habe ich anscheinend alles gesammelt soweit. Es sind noch 5 Truhen. 4 davon sind wahrscheinlich Feen. Okay, ich gehe nochmal zurück in den Raum. Mit dem Boss. Nee, kein Bock auf Rubine jetzt. Habe ich den getroffen? Sehr geil. So. Und hier kann man sogar immer wieder Mana auffüllen. Also, hier kann man schnell Mana, Magie, whatever. Aber nee, hier ist nichts. Okay.
frage ich mich wirklich, wie das hier abläuft. Jetzt bin ich leicht verwirrt, weil man guckt, da oben ist auch ein Auge und da ist auch eine verschlossene Tür. Komme ich denn da hin? Muss hier irgendwie vom Haupteingang oder so rankommen. Oder wie, hä? Oder von da vorne halt irgendwie, wo der ja Greifhand, wo die Greifhand ist. Naja, okay, immerhin sind sie jetzt weg, oder? Ich bin traurig, ich dachte, die wären weg. Bombenpfeile gibt es in dem Spiel noch nicht, oder? Ich glaube nicht, ja, komm. Nehmen wir Feuerpfeile. Mal im Ernst, wie kam ich jetzt da oben hin? Also hier geht es nirgendwo mehr weiter. Da ist die Hand, aber die hält mich nur davon ab, hier runter zu fallen. Ich bin gerade leicht überfragt, es ist schon zu spät. Hier ist nur eine Tür, an die ich nicht ran kann. So. Da hinten ist eine Tür, an die ich ebenfalls nicht rein kann. Da ist ja die Eingangshalle. Ich gehe mal in die Eingangshalle und dann gehe ich mal wieder in den ersten Raum rein. Moment, habe ich da nicht gerade oben? Nee, habe ich nicht. Ich wäre eine Art Schalter. Aber ich komme von hier auch nicht darüber, oder? Oder wenn ich den da umbringe? Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal. Hopp, runter. Draufhauen. Und explodieren. Okay, ich brauche auf jeden Fall nicht durch den ganzen Tempel zurückrennen. Denn ich kann mich dank der Kiste hier rüberziehen. So. Aber was nun? Da war noch ein Auge und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und wenn ich den Tempel drehe, komme ich da gar nicht mehr ran. Und ich habe auch noch einen Schlüssel. Für was brauche ich den? Bin ich hier? Okay. Das Oni ist verwirrt. Da war der richtige Weg. Das heißt, ich musste jetzt da lang. Weil ich diesen Weg mit der Hand nehmen will. Aber kann ich die von hier denn eigentlich? Vielleicht mit dem Pfeil? Ich wüsste jetzt gerade sonst nicht wie. Okay, so vielleicht. Nee. Eine Bombe, die ich ganz spät fallen lasse. Ja. Es ging. Jetzt vielleicht mit dem Fanghaken irgendwo herziehen. Das ist ja auch eine verschlossene Tür. Hä? Okay. Gehen wir mal zur Karte.
Karte. So. Ich bin jetzt da. Ich muss von einem Raum da vorne. Okay, von unten. Jetzt habe ich es eventuell. Aus dem Hauptraum? Wie zum Teufel. Aus dem Hauptraum. Bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Ja, ist okay. Ja. Ach komm, was soll denn der Bug hier? Kann nicht so gewollt sein. Rückwärtsgang. Aber Hauptraum ist doch da lang. Und dann... Und da kam ich doch. Ach! Gott! Wer soll denn darauf kommen, dass wenn er das aktiviert hat, dass er... im Grunde ich, weil ich halt auch dasselbe schon mal gemacht habe. Ah! Okay, ich hab's. Hallo, liebe Augur. So, Lichtpfeile und Fanghaken. Du greifst zurück an und blenden, ziehen, blenden, ziehen, blenden, ziehen, blenden. Ah, ist tot. Okay. Bessere Frage. Ich hoffe, jetzt ist da nicht der Bossraum, weil ich muss den Tempel noch einmal drehen, um an die restlichen Feen zu kommen. Spiel. Du hast die Maske des Giganten erhalten. Yay, die Kraft eines Riesen stimmt in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändigen Mächte. So. In diesem... Die waren hier vorher nicht, oder? In diesem Raum. Hier muss ich jetzt was machen. Aktivieren für... Ah, eine Kiste anderen Modus. Gut. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Aber eventuell kann ich da auch mal ranziehen. Und jetzt hier oben irgendwas nachgucken. Schnell. Oh. Ja. Das, was ich befürchtet hatte. Da ist der Boss. Au. Ja. Aber... Gucken wir mal kurz nach. Feen-Counter sagt 11. Spiel sagt, dreh den Tempel noch einmal. Und Jump. Vielleicht kann ich auch den Tempel von der Seite hier direkt drehen. Das wäre so genial, wenn es gehen würde. Ich weiß noch nicht, wie es gehen könnte, aber... Oder doch, eventuell sogar von hier direkt. Moment. Wo war jetzt das Teil? Dafür? Ja, da war's, gut. Nochmal. Dreh dich.
Also eigentlich müsste ich jetzt ja wieder in den Himmel fallen. Ne, in den Turm. Diesmal. Und ich darf es jetzt auch nochmal machen. Ach, kommt. Das geht sowas auf die Nerven. Gott, ich sitze allein im Tempel schon jetzt 1,5 Stunden. Gitti, gitti, git. Nee. Fast 2 Stunden. Oh Mann, immer muss ich nicht schneiden. So. Da und da. Wer bei Nintendo hat sich das ausgedacht? Ich wollte ja eigentlich heute gegen 2 im Bett, aber wir haben schon 2:30. Sehr schön. Ich muss gegen, sagen wir, 10 aufstehen. Boah. Das macht 7 Stunden, wenn ich Glück habe. Ja, wohl eher 6. Das wird eine kurze Nacht. Jetzt meine ich mir erst ab, ja, nimmst nach dem Sonntag noch was anderes auf. Scheiße ist. Ja, als Krone brauche ich gar nicht versuchen, darüber zu hüpfen. Das wird sowieso nichts. Mein Mikro ist da unten. Gut. Das kam gerade ganz komisch, nachdem ich meinen Kopf dahin gelehnt hatte. Walling, denk nicht mal dran. Ich hätte dich eigenhändig erwürgt. So, eine Kiste war da unten. Ja, komm. Da. Öffne sie und hole dir eine Fee. Im nächsten Raum geradeaus durch sind noch welche. Ist die Frage, ist die Tür offen geblieben oder muss ich jetzt komplett außen rum? Nein, nein. Sie ist zugeblieben. Okay, hier lang. Hier ist nämlich noch eine. War die unter Wasser? Ich glaube ja. Naja, und da war auch der eine Eisschalter. Abtauchen. Und da ist auch die Kiste. Wehe, da ist nichts Wichtiges drin. Also eine Fee mindestens. Gut. Jetzt ging es dadurch in den Raum mit dem Wasser. Und der Krabbelhand. Aber ich gehe gerade genau rückwärts. Achso, als hier war aber auf jeden Fall auch eine. Au, au, au. Ich muss ja nicht ernsthaft so hoch, oder? Oh, komm, Link, zieh dich einfach so hoch, meine Güte. Das heißt, diese Augurts, vielleicht so bewegliche Viecher von diesen Statuen sein sollen oder so. Ach komm. Unterwassersteuerung. So gut. Danke. Denk nicht mal an deinen Psst. Lichtpfeile. Gut, den Schalter auf der anderen Seite hatte ich ja schon gedrückt. Das war ja okay. Leck mich. Nur das da haben. Und jetzt lass mich in Ruhe. Wie viele habe ich denn jetzt? 14. Gott. Eine noch.
Da komme ich so wohl nicht ran. Aber da musste ich auch nur den Schalter aktivieren. Ja, ich will aber trotzdem den Block da einmal weg haben. Komm ich da überhaupt so hoch? Oder warte, hier werf du mich da mal hoch. Kumpel? Kannst mich doch werfen, oder? Ja. Danke. Klappe. Jetzt hätte ich den Schalter spielen können und dann die Fee holen können. Gut. Ich bin jetzt hier. Jetzt muss ich einmal den ganzen Tempel zurück, oder was? Das ist euer Ernst? Na, kommt. Ja, hier war ich gerade eben, hab den Kampf gegen den Masken... Aufpasser gemacht. Die Maske ist übrigens notwendig für den nächsten Bosskampf. Okay, man kann den Bosskampf auf zwei Arten und Weisen machen. Einmal mit der Maske, wie es vorgesehen ist, und einmal, nachdem man ein Spiel durch hat, auf mit einer Maske nochmal, aber ja, den namensgebenden, meiner namensgebenden Maske. Gesicht der grimmigen Gottheit. Einfach als Fan der Fangemeinde. Ist der Link, der da außen steht. Ohne Link und Dark war damals vergeben. Light war vergeben. Also blieb nur noch Black übrig. Oh, jetzt lass mich da verdammt nochmal hoch. Ich will doch nur da hinten hin. Spiel. Boah, komm. Da brauche ich gerade unnötig Zeit. Aber ich glaube, ich bin auch schon wieder über dem Aufnahmelimit. Vor 5 Minuten hätte ich stoppen müssen. Okay. Kleiner Cut.